Alum est concilium, quod mutari non potest. Der Plan, den man nicht ändern kann, ist schlecht. Aufgebrochener März, dem Anfang des neuen Kriegsjahres, gen Germania Magna. Der Weg von Hispania nach Gallien war bisher ohne große Erschwernis. Immerhin seid ihr auf guten römischen Straßen unterwegs. Mehr als 2 Wochen sind bisher vergangen und ihr habt die Hälfte des Weges hinter euch gebracht. Hier soll es zwar viele gallische Banditen geben, doch diese haben euch bisher nicht gesehen. Dann jedoch hat irgendetwas anderes die Seele von Davut berührt. Mag es an der nahenden Grenze am Rhein sein oder die Abwesenheit der karpatischen Berge, doch er verfiel in eine Angst, die an ihm nagt. Euer Priester Felix versuchte sein Bestes, doch es wollte ihm nicht gelingen, und so breitet sich die Angst wie eine Krankheit weiter aus. Titus erwacht am Feuer, ebenso voller Furcht, krallt seine Hand um ein altes Amulett an seiner Hand und murmelt einige fahrige, unverständliche, raue Worte. Ja. Na, seid ihr auch alle schon wach? Wieso schon wach? Wir sind gerade dabei, den Abendgrieß zu bereiten. Hast du schon geschlafen? Kannst du uns mal helfen? Warum habe ich was gesagt? Ich helfe natürlich gerne. Nimm dir die Milch, da hinten ist das Korn. Ich habe hier schon den Honig. Es wird warm gemacht, du kennst das Ganze. Leckerer Brei. Ja, ich freue mich schon immer. Und Titus würde etwas demotiviert in Richtung der Apparatur laufen. Ja, es mag die ersten 2, 3, vielleicht 4 Tage schmecken, aber wenn man seit Jahren in der Legion ist und immer das Gleiche zum Abend bekommt, diesen Brei mit Milch aufgekocht, und zwar gutes römisches oder sogar mal ägyptisches Getreide, vielleicht sogar hispanisches, vor allem in der letzten Zeit, aber den Unterschied schmeckt man dann auch nicht heraus. Ja, und so könnt ihr ein bisschen am Feuer sitzen, dass ihr dann entzündet bekommen habt, trotz dessen, dass es über euch regnet. Das Dach ist doch schon dichter, auch wenn es die ein oder anderen Stellen gibt, wo es hineinregnet. Das Feuer bekommt ihr an, die Milch wird warm, ihr rührt um und ja, dann könnt ihr sehen, wie auch die anderen nach und nach nach drinnen kommen. Hatten sie sich doch draußen verabschiedet für ein Gespräch unter 4 Augen. Ja, Davut wird wahrscheinlich immer noch seinen kleinen Schrein bauen, wo er aus der Nähe gesammelt ist, aber immer so, dass er scheinbar in Sichtweite bleibt. So kleine Opfergaben dort wohl darbringt, scheinbar irgendwie für so eine Art Naturgötter. Aber es fällt auf, dass er immer wieder zurückblickt, wo ihr seid, schaut, dass er immer irgendwie halbwegs in der Nähe bleibt, sodass er nicht alleine ist. Das ist ein sehr auffälliges Verhalten inzwischen bei ihm. Felix hat derweil seinen Blick in den Himmel gerichtet und beobachtet die Wolkenformation als auch den Vogelflug, denn die Zeichen der letzten Tage und Wochen haben ihn doch so etwas beunruhigt. Und nun auch mit Davut, was auch immer für einen Geist gesehen zu haben scheint, werden ihm die Götter doch sicherlich irgendeine weitere Zeichen schicken, worauf er achten soll. So hofft er zumindest und so schaut er einige Zeit in den Himmel. Gib mir mal bitte einen Wurf auf Obskuromantie. Obskuromantie. Beziehungsweise Okkultismus wäre das. Und du kannst meinetwegen auch auf römische Götter würfeln oder Vorhersage. Vorhersage wäre eben auch eine Möglichkeit. Du blickst nach oben, dir läuft der Regen ins Gesicht, wäscht so ein bisschen den Dreck der Straße von dir herunter. Es ist wärmer zwar jetzt als im Winter, natürlich der März, die Iden des März sind schon vorbei, aber das Wetter ist natürlich etwas kälter als in Rom. Und wenn du nach oben in den dunklen Himmel blickst, wo ihr euch zurückgezogen habt zur Abendruhe, es ist dunkel, du siehst zwar einige Wolken, sie zu deuten in der Dunkelheit, das ist natürlich tagsüber oder gerade des Morgens besser, du siehst wenige Vögel,
die am Himmel fliegen, einfach aufgrund des Regens, aber ein besonderer Vogel, der am Waldesrand sitzt, direkt neben der Straße und zu dir hinunterkrächzt, erregt dann doch deine Aufmerksamkeit. Das ist ein großer, schwarzer Rabe. Er sieht dich aus neugierigen Augen an. Ja, dieser Anblick beruhigt Felix nichts Besonderes. Und so starrt er ebenfalls aus alten Augen diesen Raben an. Bis er sich entscheidet, dass er fürs Erste genug gesehen hat. Sich mit seinem Stock aufbemüht. Und zu seinem Decuria Junius tritt. Womit ist der momentan beschäftigt? Ja, als eingefleischter Soldat, auch wenn er nun den Rang Securus innehat, lässt Julius keine Gelegenheit auf zu essen, wenn es die Gelegenheit gibt. Also sitzt er gerade am Topf und isst etwas von dem Grießbrei. Und, Junius? Wie geht es dir? Ein bisschen körnig, ein paar Steinchen drin, aber... Nicht das Essen, Junius. Dir. Den beunruhigenden Blick, den wir alle schon in deinem Gesicht sehen können, die letzten Wochen. Er spiegelt sich immer mehr auf den Gesichten unserer Kameraden wieder. So können wir nicht in Feindesland einziehen, Junius. Also mit einem Lächeln auf dem Gesicht ziehen ja nur die Barbaren in die Schlacht. Aber ja, Junius lässt den Blick schweifen. Nein, dass ihr schon etwas recht habt hier. Moral ist ja gerade am Boden. Vielleicht trägt es ja dazu bei, dass wir eben nicht wirklich in die Schlacht ziehen. Denn das als eine Schlacht kann man unsere Aufgabe wohl nicht bezeichnen. Wir haben... Es liegt etwas Größeres vor uns. Ich sehe die Zeichen jetzt schon seit einiger Zeit. Und auch mich beunruhigen sie, Junius. Ich glaube nicht, dass wir... Das, was wir sehen werden, schon einmal in unserem Leben zuvor gesehen haben. Keiner von uns, egal wie alt er zu sein scheint. Ich spüre eine Kälte in den Knochen. Oh, und ich weiß nicht, ob meine Knochen diese Kälte weiter ertragen werden. Rückt etwas näher ans Feuer, Priester. Und ich will nur sagen, dass... Teutoburger Wald, das war der Tartarus auf Erden. Natürlich macht es uns nervös, dorthin zuzugehen. Würde mich sicher noch um einiges mehr wärmen als dieses Feuer, wenn du etwas wieder mit mir reden würdest, Junius. Wie früher, wie vor der Schlacht. Das ist doch nun jetzt schon einiger Zeit her. Und ich bin mir sicher, du hast nichts auf deinem Gewissen. Junius erhebt sich abrupt. Dabei schwenkt auch sein Fuß so, dass der Topf einen Tritt bekommt und ziemlich laut scheppert. Hey, pass doch auf! Ja, ich gehe mal auf Patrouille, damit ihr hier besser Essen fassen könnt. Das macht alles für seine Männer tot. Felix schaut Junius hinterher und schüttelt nur traurig mit dem Kopf. Davut wird hinterher rufen, nicht alleine! Hier geht keiner alleine! Dann kommt auch mit, Davut. Woraufhin du Davut ein bisschen versteinert für einige Augenblicke siehst, er wird wahrscheinlich sehr bleich werden. Und zögerlich, wo er realisiert, dass er die Scheiße verbockt hat, wird er nicken und... Oder will jemand dann aufmachen. Einnehmen. Ihr habt gesehen, wie der Decurio schon an der Tür steht, hat sie halb aufgezogen,
Davut, du kannst wohl erkennen, wie die Tür fast von alleine weiter aufgestoßen wird und eine widerliche Schwärze nach dem Dekurier zu greifen scheint. Wie Tentakel, die aus Schwärze ihn umfassen, die Tür weiter aufdrücken und ihr seid nicht mehr auf dem Weg. Ihr seid irgendwo in der tiefen Finsternis der Nacht verschwunden. Dann hörst du das Krächzen des Raben. Ja, daraufhin wird Davut wahrscheinlich auf ihn zurennen, ihn zur Seite reißen. Also so stelle ich mir das gerade vor, dass er ihn so aus der Tür reißt, weil er irgendwie wahrscheinlich eine Bedrohung aus dieser Tür wahrnimmt, wie diese Tentakel da scheinbar rauskommen. Und ihn so weit wie möglich da wegreißen. Was ist denn die Gefahr? Ja, Yunus wird mitgerissen. In der Tür! In der Tür! Und zeigt drauf und die Angst schreit aus seinen Augen förmlich raus und er starrt entsetzt auf diese Tür und zeigt drauf und versucht wahrscheinlich auch wegzukrabbeln. Nimmt er das immer noch so wahr oder weicht das inzwischen auf, diese... Ja, die anderen blicken zu der Stelle, die Tür hängt so ein bisschen windschief in den Angeln, sie quietscht doch ein bisschen, knarrt natürlich, von draußen regnet es, was auch immer Davut jetzt da gepackt hat, aber da ist nichts. Sieht Davut das denn noch oder weicht das für ihn auch auf? Ja, es weicht auf, also du weißt selber nicht, welcher Wahnsinn da wohl gerade von dir Besitz ergriffen hat. Ganz schon peinlich. Ja, wahrscheinlich... Start er schweißgebadet, durch die kurze Anstrengung erschöpft hechelnd auf diese Tür und starrt einfach nur drauf. Davut, geht es euch gut? Bei den Göttern, da war etwas, ich hab's genau gesehen. Da kamen Schatten aus dieser Tür, sie griffen nach ihm und... Das habe ich mir nicht eingebildet. Das ist, weil du nicht schlafen willst, Davut. Du bist ja ständig wach. Ja, verlegen. Du musst schlafen. Verlegen beißt er auf seiner Unterlippe rum und streut auch die Blicke der anderen. Soll ich euch vielleicht noch einen Aufguss machen mit beruhigenden Wörtern? Davut wiegt dann nur den Kopf. Nein, wenn sie wiederkommt, ich muss bereit sein. Sorg dich nicht, wir sind hier weit weg vom Hades. Setz dich doch etwas und ich erzähl dir noch ein wenig von. Davut wiegt nur den Kopf. Wenn wer wiederkommt? Eine Frau? Baba Yaga. Die ist hinter mir her, vielleicht hinter uns allen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Die Baba Yaga, die alte Frau aus dem Dorf. Aber es ist keine alte Frau. Das ist eine Hexe, eine dämonische Hexe. Das sind bösartige Wesen. Und Davut wird ein bisschen über die Baba Yaga erzählen, so aus seinen Erinnerungen. Die Folklore halt aus seiner Region. Die Neue. Erdmuttergöttin. Die Baba Yaga, das alte Großmütterchen oder Jessie Baba, Baba Sima, sie hat viele Namen, aber jeder kennt sie. Sie soll wohl im Wald leben, mit bösartigen Gestalten an ihrer Seite, mit dem Besen und einem Mörser an ihrer Seite, aus kleinen Knöchelchen, die sie an ihrer Seite trägt, an dem Gürtel, und sie frisst Menschen. Und die ist jetzt hinter uns her? Ja. Warum sagst du denn nichts? Das habe ich allen erzählt. Aber man glaubt mir ja nicht. Und Felix sagt, die Götter beschützen uns, aber und würden sie einkerkern, aber sie rennt ja hier rum. Ich habe sie ja gesehen mit eigenen Augen. Ja, mich angesprochen. Was machen wir denn jetzt? Du weißt doch bestimmt, was wir jetzt machen. Wir sind ja bald in Oppidum Obiorum, vielleicht können wir dort ein paar Schutzamulette erstehen. Ich meine, wir haben ja reichlich Gold zur Verfügung oder vielleicht
können wir einen der Einheimischen fragen. Vielleicht kann man irgendein Opfer bringen für irgendeine Göttin oder sowas. Ihr müsst euch nicht sorgen. Wir selbstverständlich können wir den Göttern Opfer darbringen. Und sorgt euch nicht, sie sind uns wohlgesonnen. Es liegt eine dunkle Stunde vor uns. Aber wenn wir den Glauben nicht an unsere Götter verlieren, verlieren sie auch nicht den Glauben an uns. Titus, was hast du eigentlich da für ein Amulett, wenn wir schon davon reden? Das ist doch kein römisches Symbol. Ja, das kommt hier aus der Gegend, müsst ihr wissen. Meine Mutter hat mir das noch geschenkt. Zeig mal. Ich würde es ihm einfach zeigen. Ja, guckt sich das Symbol an, zuckt mit den Schultern und wirft es dir dann wieder zu. Unscheinbar. Ist das einem Gott geweiht, oder? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht so richtig. Meine Mutter hat es mir geschenkt und ich war nicht immer der beste Schüler früher, müsst ihr wissen. Sie hat mir bestimmt gesagt, was es kann. Es bringt Glück, wie müsst ihr wissen, aber ich weiß nicht, ob es gegen eine Baba Yaga ausreicht. Das hat sie nie gesagt. Interessant, dürfte ich mal einen Blick darauf werfen? Ja, natürlich. Da wird's auch dir zuwerfen. Würdest du einfach mal Okkultismus würfeln, wenn ich darf? Mhm, Okkultismus, klar. Und vielleicht fällt Davut irgendwas Folklore-Technisches ein, was man halt in Panoia über die Baba Yaga sagt, was man zur Abwehr macht gegen eine Baba Yaga. Also irgendein Aberglaube, der gängig ist. Ja, also es ist schwierig, das ist natürlich eine Gruselgeschichte, um die Kinder eben an natürlich die Mutter zu binden. Die einen sagen, Salz vor der Tür hilft. Kann man natürlich mal probieren. Salz solltet ihr auch in kleinen Mengen haben. Ob man das jetzt für die Tür verschwendet, ist eine andere Frage. Aber einige sagen, Salz vor der Tür hilft, andere sagen, einfach nicht rausgehen in die dunklen, verlassenen Wälder. Ob man dann die Wölfe, der Bär oder die Baba Yaga holt, kann dann nicht mehr nachvollzogen werden. Aber vielleicht sollte man in diesem Haus mit viel Feuer auch sicher sein. Ne? Also Feuer kann auch immer gegen Hexen helfen. Dann werde ich mein Wissen kundtun, dass wir uns unbedingt im Haus verschanzen sollten. Unbedingt ein Feuer, also ich gehe mal davon aus, das Haus wird irgendwie eine Feuerstelle haben. Und dass wir unbedingt die Tür absichern sollten mit einer Spur Salz über die Schwelle, damit die Baba Yaga da nicht drüber treten kann. Und er wird ziemlich zuversichtlich klingen, dass das jetzt so gemacht werden muss. Ich habe etwas viel Besseres als das, Davut. Wenn dein Glaube allein noch nicht so groß ist, um dein Gewissen zu beruhigen, dann nimm das hier. Und Felix hält in verschlossenen Händen, nimmt deine Hand und drückt dir eine kleine hölzerne Figur in die Hand, sodass du sie erst nicht sehen kannst. Erst wenn du deine Hand öffnest, hast du einen kleinen Adler in deiner Hand. Er ist aus Eiche und aus geweihtem Jupiter-Tempel von Rom. Wenn er dich nicht beschützen kann, es auch kein anderes Ritual. Das vergewissert dich, dass du die Aufmerksamkeit des Göttervaters hast. Ich könnte mir jetzt sogar vorstellen, dass dadurch, dass das aus Eiche ist, dass das Davut einen gewissen Halt in irgendeiner Form geben könnte, weil er ja an Naturgötter glaubt. Und wenn das so ein altes Eichenrelikt ist, wo vielleicht irgendwie wirklich irgendwie die Götter reingefahren sind oder so in seiner Gedankenvorstellung, könnte ich mir vorstellen, dass ihm das ein bisschen unterstützt. Auf alle Fälle mehr, wenn es ein Stück Eisen wäre, dann wohl nicht so sehr, weil die Götter nicht in Eisen fahren oder auch in Stein. Ja. Also Eiche mag da schon sehr viel wahrscheinlicher sein, ja. Jo.
dieses Symbol auf dem Amulett, das kommt mir bekannt vor. War das nicht auf diesem Pferd, das wir gesehen haben vor einem Tag in Lugdunum? Du musst jetzt schon genauer werden, da waren ja ein paar mehr Pferde, oder nicht? Ja, aber war da nicht so in ein Pferd so ein Muster reinrasiert? Du sprachst davon, dass da solche Muster auf den Pferden seien. Was ist das? Das wäre hier Tradition. Wahrscheinlich ist es Tradition, wahrscheinlich ist es ein Schutzsymbol, um das Pferd zu schützen, vielleicht vor dem Wolf oder so etwas. Und vielleicht schützt dieses Symbol vor noch mehr, dass man es auch in Schutzamulette einprägt, dann wäre das ja ein Schutzamulett. Das würde ja passen, wenn meine Mutter es mir gegeben hat. Vielleicht will man damit die Verletzlichen schützen, weil ich ja auch noch nicht so groß war. Und obwohl Pferde sind auch schon groß. Aber ihr denkt, es funktioniert, richtig? Ja, höchstwahrscheinlich schon. Dürfte ich es wieder haben? Ja, selbstverständlich. Wie sollten wir jetzt nicht trotzdem das Feuer ein bisschen größer machen? Ich glaube, das würde doch gar nicht schaden, oder? Also. Oh, es ist tatsächlich ein wenig kalt. Ein, zwei Scheite mehr. Wären vielleicht gut. Da, wo Nick nochmal zustimmt, einmal kurz von seinem neuen Schatz aufblickend und den dann weiter musternd und behütend in seiner Hand halten. Ich würde, während ich Holz hole, mich nochmal an Davut heran neigen, direkt an sein Ohr. Was hast du noch gesagt? Wir müssen ganz vorsichtig sein. Ja, sie wird hier irgendwo auf uns lauern. Sie wird mich verfolgen. Sie hat meinen Namen gesagt. Sie wird es auf mich abgesehen haben. Junius greift das Wort und sagt laut in den Raum: So, wir haben einen gallischen Zauber, wir haben einen römischen Zauber und damit dreifach besser ist, esse ich jetzt noch eine Handvoll Salz, geht zur Türschwelle. Sicher ist, die nächsten paar Tage sind wir auf halbe Salzration, wenn wir uns das hier leisten können. Und er schüttet dann eine Prise Salz über die Schwelle. Sag mal, Zain, wenn ich euch richtig verstanden habe, dann haben die Götter früher bei euch regiert, oder? Ja, so sagt man es, es ist lange her, zu Zeiten, als die Pyramiden gebaut wurden. Über 1000 Jahre ist es wohl her. Ich habe mal so eine Zeichnung von einer Pyramide gesehen, die müssen ja schon relativ groß sein, oder? Ja, sie sind riesig. Unglaublich beeindruckend, wenn man davor steht. Es kommen fast nur die Götter in Frage, um sie gebaut zu haben. Aber es sollen wohl die Grabmale der damaligen Herrscher sein. Von den Göttern, nicht wahr? Also so habe ich euch zumindest immer verstanden. Genau, die Pharaonen, die Götterkönige. Sie waren Menschen und Götter gleichzeitig. Sowas, etwas muss man unterscheiden von reinen Göttern, aber ja, sie waren definitiv auch Götter. Na, Augustus ist ja auch ein Gott, wenn man Felix fragt. Nicht wahr, Felix? Wir müssen natürlich von unseren römischen Göttern und den heidnischen Göttern unterscheiden. Denn so wie wir sehen, an der Größe und Macht des römischen Imperiums sind nun mal die römischen Götter den heidnischen Göttern überlegen. Ja, das sagst du ja die ganze Zeit schon. Nun, ist es nicht offensichtlich? Hast du nicht sehen, wie Rom triumphiert über die letzten Jahrhunderte? Naja, wir haben bei uns in Hispania keine Götter, nur Naturgeister. Aber es reicht uns. Na gut. So, ich weiß nicht, wenn wir sonst noch irgendwas haben, wollen wir ein bisschen würfeln? Gern, warum nicht? Ja, so könnt ihr eure Knochenwürfelchen herausholen und zumindest wird Kintogenus, der Bogenschütze, mit Zain würfeln. Davut wird sich auf jeden Fall mehr um den Schrein weiter kümmern und den aber auch ins Haus verlagern. Felix würde auch seinen Vorrat an Weihrauch noch einmal anbrechen und
eine Weile lang mit dem Weihrauchschwenker durch die Hütte gehen, um diesen Ort hier zu weihen. Vielleicht kann Davut dann endlich mal eine Nacht Schlaf kriegen. Ja, Weihrauch hilft natürlich auch immer gegen böse Hexen und Geister. So könnt ihr in einer benebelten, doch warmen Gegend unterziehen, einschlafen, nachdem ihr noch ein bisschen gewürfelt habt, zum Weinschlauch gegriffen habt und dann am nächsten Tage aufwachen. Das Feuer ist ausgegangen, mittlerweile ist es auch kalt, der Wind zieht wieder durch die Tür, durch die Fenster, es regnet immer noch, aber zumindest ist die Sonne wieder am Aufgehen, sodass das erste Licht durch die Fenster hindurch scheint und der neue Tag ruft nach euch. Ihr könnt wieder eure Speisen zubereiten, sattelt dann die Pferde auf und brecht die Straße nach Norden auf.